Liebe Schwestern und Brüder hier im Dom oder draußen auf dem Stephansplatz oder über den Livestream mit uns verbunden. Das Leben lässt sich nicht planen, hat meine Mutter, die heuer mit fast 102 Jahren verstorben ist, oft gesagt. Das Leben lässt sich nicht planen. Wir haben zwar gehört, dass Papst Benedikt schwächer wird, aber dass er heute, am letzten Tag des Jahres, heimgeht, das haben auch die Ärzte nicht planen können. Das Leben lässt sich nicht planen. Und es ist gut, am Ende dieses Jahres daran zu denken, und im Blick auf das kommende Jahr es zu bedenken. Ich erinnere nur daran, wer von uns hätte am Anfang 2020 gedacht, dass ein kleines Virus aus China die ganze Welt durcheinander bringen könnte, dass eine Pandemie über die ganze Welt hereinbricht mit all den Folgen, die uns bekannt sind, die zum Teil sehr schmerzlich waren, die vielen, die an Covid gestorben sind, andere, die Long-Covid-Folgen haben, andere, die durch die Lockdowns gelitten haben, Kinder, Jugendliche, alte Menschen, Isolation, eine ganz neue Erfahrung, und großteils eine schmerzliche. Aber wie immer im Leben hat auch das Schwierige eine gute Seite. Zumindest darf ich es für mich sagen, denn Ende 2019 bin ich sehr schwer erkrankt und für mich war Covid die Stille, die Ruhe, keine Termine, keine Reisen, ein Segen. Ich bin nicht dankbar für Covid, aber ich bin dankbar für die Genesung. Das Leben lässt sich nicht planen. Unvorhergesehenes taucht auf. Und wenn Sie alle an das vergangene Jahr zurückdenken, dann werden Sie sicher eine ganze Reihe von Erinnerungen haben, schmerzlichen, positiven, das hat sich nicht planen lassen. Das Unvorhergesehene spielt in unserem Leben oft eine so große Rolle. Schwestern und Brüder, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Sie vielleicht auch am Stephansplatz jetzt dabei sind, wer von uns hätte gedacht, dass zu Beginn dieses Jahres ein großer Krieg in Europa ausbrechen kann? Wer hätte das gedacht? Geahnt haben es manche. Es haben sich Gewitterwolken zusammengebraut. Aber dass wirklich ein Land, ein Staatenlenker, ein Präsident es wagen wird, ein souveränes Land zu überfallen und mit Krieg zu überziehen, mit den zigtausenden Toten, die es bisher gibt in den 10 Monaten dieses Krieges, mit den vielen Zerstörungen, den zahllosen Flüchtlingen. Wer hätte gedacht, dass das in Europa möglich ist? Und jetzt im Winter, der bei uns zurzeit sehr milde ist, aber stellen Sie sich vor, Sie müssten tagelang ohne Strom, ohne Heizung, ohne Wasser das Auskommen finden, wie es für Millionen Menschen in der Ukraine zurzeit ist. Nein, das Leben lässt sich nicht planen. Wer hätte gedacht, dass nach Covid
eine neue Krise kommt, die inzwischen weltweite Auswirkungen hat, wirtschaftliche. Viele spüren die Teuerung, die Inflation, die Energiekosten. Und die Sorge, wie soll es weitergehen? Wird es Frieden geben? Das Leben lässt sich nicht planen und doch lässt sich manches voraussehen. Man hat uns seit Jahren gesagt, der Klimawandel wird kommen, wenn es nicht einschneidende Maßnahmen gegen den Klimawandel gibt. Und jetzt ist er zu spüren, unleugbar. Und wir wissen noch nicht, welche Auswirkungen er auf unser Leben haben wird. Und nicht nur auf unser Leben, sondern auf den ganzen Globus. Mit vor allem den Folgen der Migration. Die Migrationsbewegungen werden nicht geringer werden. Sie werden Europa genauso treffen wie viele andere Teile der Welt. Ich konnte kurz vor Weihnachten das Flüchtlingslager, das erste Auffanglager in Traiskirchen besuchen. Ich habe dort vor allem die Kinder, die minderjährigen, nicht begleiteten Flüchtlinge treffen dürfen. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß, wir können die Flüchtlingskrise nicht lösen. Aber eines können wir tun und ich bitte Sie darum in diesem kommenden Jahr. Jede und jeder von uns sollte wenigstens ein Flüchtlingsschicksal kennen. Auch im Wissen, dass wir die Probleme nicht lösen können. Aber im Wissen darum, dass es sich um Menschen handelt. Ich werde diesen 11-jährigen Buben nicht vergessen, der aus dem Irak bis nach Österreich geflüchtet ist, tagelang durch die Wälder. Ein prächtiger Bursche. Was wird aus ihm werden? Wenigstens ein Flüchtlingsschicksal sollten wir kennen. Nicht, weil wir es ändern können, nicht, weil wir die Lösung in der Tasche haben. Und auch keine Politik hat die Lösung. Es kann nur die Folgen abdämpfen und mildern. Aber eines können wir alle: Mitgefühl. Papst Franziskus hat etwas aufgegriffen, was Papst Benedikt in seinem Leben so oft betont hat. Wir sind eine Familie, die eine Menschheitsfamilie. Als ich neulich im Spital war wegen sehr arger Knieschmerzen, die haben sich ganz gelöst, beim Papst Franziskus leider noch nicht, habe ich mir gedacht, ganz egal, ob ich Kardinal bin, katholisch bin, Österreicher bin, ein Knie ist ein Knie. Und ein leidender Mensch ist ein leidender Mensch, egal welche Religion er hat, welche Hautfarbe, wo er herkommt oder sie herkommt. Zuerst sind wir Menschen. Auch wenn das Leben sich nicht planen lässt, aber eines lässt sich machen. Für eines können wir uns entscheiden: Mitgefühl. Das ist das Urmenschliche. Schwestern und Brüder, angesichts der vielen Krisen ist das Gefühl der Ohnmacht sehr häufig. Ich kann eh nichts tun. Ich möchte Ihnen ein Wort von Friedrich Hölderlin mit ins neue Jahr geben. Der Dichter, der gesagt hat, wo Gefahr wächst, wächst das Rettende auch. Wo Gefahr wächst, wächst das Rettende auch. Ja, das Rettende wächst. Ich bin ganz tief berührt von der vielen Hilfsbereitschaft, die es in unserem Land gibt, die nicht jeden Tag in der Zeitung steht.
junge Menschen, die sich einsetzen bei der Rettung, bei der Feuerwehr, in ehrenamtlichen Diensten, Erwachsene, Ältere. Es gibt so viel Gutes in unserem Land. Und ich möchte Ihnen einen Gedanken mitgeben, der mich in der letzten Zeit sehr bewegt. Wenn ich Kinder und Jugendliche sehe, frage ich mich, wenn ihr mein Alter haben werdet, wie wird die Welt aussehen? Soll ich verzweifeln? Soll ich in Panik geraten? Soll ich euch bemitleiden, was auf euch zukommt? Und dann tröstet mich der Gedanke an meine Großeltern. Meine Großeltern, und ich denke hier einige, viele vielleicht unter Ihnen, Großeltern oder Urgroßeltern, haben beide Weltkriege erlebt. Meine Großeltern haben alles verloren, die Heimat, den Besitz. Sie sind als Flüchtlinge nach Österreich oder Deutschland gekommen. Warum soll es nicht möglich sein, dass die jetzige junge Generation, was immer das Jahrhundert bringen wird, warum sollen sie es nicht schaffen, wie es unsere Großeltern geschafft haben, die einen Wohlstand wieder aufgebaut haben nach den beiden Kriegen, von dem wir alle heute noch profitieren? Warum soll es nicht gelingen, dass die junge Generation von heute mit den Krisen unserer Zeit fertig werden wird, kreativ umgehen wird? Was wir wirklich nicht brauchen können, Schwestern und Brüder, das ist das kleine Hickhack. Sei es in der Politik, wo es nur um Einzelinteressen, Parteiinteressen geht und nicht um das Gemeinwohl. Dass wir jetzt brauchen, alle zusammenhalten, damit es allen möglichst gut geht. Nicht das egoistische Verhalten, oben ist dort, wo ich bin, das wird es nicht bringen. Aber der Zusammenhalt und ein großes Gottvertrauen. Ein großes Gottvertrauen. Schwestern und Brüder, wir dürfen in diesem wunderbaren Dom diesen Abschluss des Jahres feiern. Schauen Sie sich die Bilder an, wie dieser Dom ausgesehen hat im Jahr 45. Es waren unsere Großeltern, die diesen Dom wieder aufgebaut haben. Heute dürfen wir hier feiern in Dankbarkeit. Schauen wir auf das, was es Gutes gibt in unserer Zeit. Es gibt so viel Gutes. Wir sollen nicht die Augen verschließen vor dem Bösen, aber übersehen wir nicht das Gute. Und zum Schluss darf ich sagen, Gottvertrauen und Zusammenhalt, das ist es, was wir brauchen. Warum soll es nicht gelingen, dieses neue Jahr, vielleicht auch als Jahr des Friedensschlusses in der Ukraine, des Friedens in Syrien, des Friedens in den Hungergebieten von Afrika. Warum soll es nicht gelingen? Das Leben lässt sich nicht planen, aber unseren Beitrag können wir leisten. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes, gesundes und friedvolles Jahr 2023. Und lade Sie ein, dass wir, wenn wir jetzt die eucharistische Anbetung machen, dieses kommende Jahr Gott anempfehlen. Mit all den Bitten, die wir jetzt aussprechen werden und die unser Domprediger uns vorträgt.